Hallo und herzlich willkommen zurück auf Shadow 3, die dritte Folge auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit einem Setup. Das Team ist Hypno, Tropius und Bolterus. Tropius und Bolterus, die sind eigentlich immer in meinem Team. Ich wechsle meistens nur das vordere Pokémon und in dem Fall jetzt von Zorokex auf Hypno. Letztendlich hat mich dieses Team auch von Ace auf Veteran gebracht, sprich von 21 auf 22 in 2 Tagen, also da hatte ich ziemlich Glück, aber diese Season habe ich jetzt nicht so Glück. Ich muss mal gucken, der fügt mir auch ganz schön Schaden zu. Jetzt ist die Frage, der hat Spukball wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an. Ist es Spukball? Ich würde jetzt mal eher schätzen, das ist Blubstrahl. Blubber, wie heißt der? Blubstrahl. Tut nicht weh, senkt aber meinen Angriff. Ich hau mal den Donnerschlag raus. Was Besseres habe ich hier in dem Fall nicht. Und jetzt schätze ich mal, als nächstes kommt dann der... Ja, jetzt ist es noch ein Blubstrahl. Aber ich denke, ich schilde hier mal, weil der Gegner hat auch geschildert, dass ich wenigstens noch einen... Ja, genau, jetzt ist nämlich der Spukball, das ist gut. Kriege hier wenigstens noch den zweiten Donnerschlag raus, weil Spukball lädt auch gar nicht mal so langsam auf. Und der Gegner schildert hier doppelt. Jetzt ist die Frage, schilde ich auch in der Hoffnung? Ja, komm. Schilde ich auch und hoffe so sehr, dass ich jetzt... Nein, 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 komm, wechsel. Sehr schön. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Es ist wundervoll. Ich habe auch keine Schilde mehr. Aber ich brauche hier nichts zu schilden, kann mir jetzt hier einen Haufen an Energie anfangen. Das ist sehr gut. Das ist wirklich gut. Das ist gut. Der Gegner dachte, er kann meine Attacke abfangen. Aber das war ein schöner Wechsel. Das gefällt mir. Natürlich kann er jetzt hier Meteorologe spammen. Aber das tut mir jetzt nicht allzu weh. Ich habe einen Haufen Energie. Und er kriegt sogar noch einen raus. Oha. Dann gucken wir doch mal, ob er jetzt in sein Apokalypt zurück reingeht oder ob wir sein drittes Pokémon sehen. Das sieht eigentlich bis jetzt ganz gut aus, würde ich sagen. Ich hoffe mal, der bringt jetzt sein Apokalypt zurück rein. Oh. Das ist jetzt nicht so gut. Ich denke, ich setze hier den Steinhagel ein. Lass mich hier runterfarmen. Schade. Und muss jetzt hier versuchen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön hier. Den Feuerschlag rauszuhauen. Und das tötet auch. Ich wechsle direkt in Tropius. Und den Kampf habe ich gewonnen. Er ist hundertprozentig gewonnen. So, ich gehe jetzt hier auf. Was ist das? Leck. Hilfe. Bitte, nein, sag mir nicht, sag mal, wollen die mich verarschen? Was ist das denn jetzt? Das ist ja wohl unglaublich. Wenn ich den Kampf jetzt verliere, dann beschwere ich mich. Was? Nee. Hallo? Das ist jetzt mal eine Frechheit. Hallo, was ist jetzt hier passiert? Hey, was ist das denn jetzt? Wenn ich den Kampf jetzt verliere, ich muss jetzt hier neu starten. Wenn ich den Kampf jetzt verliere, dann gibt's aber sowas von eine Beschwerde. Dann gibt's sowas von eine Beschwerde. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr ins Spiel, oder wie? Das wäre mal wieder typisch Niantic. Wenn ich den Kampf jetzt verliere, so, den hätte ich gewonnen. Was ist denn? Was? Jetzt, okay. Was ist das denn? Wenn ich den Kampf jetzt verloren habe, dann gibt es sowas von einer Anzeige. Das ist ja unglaublich. Das zögert sich jetzt wohl raus in dem Video jetzt. Jetzt bin ich aber mal gespannt, du. Das ist ja unfair. Und? Und? Verloren wahrscheinlich.
Sag mal, wollen die mich verarschen? Das ist aber unglaublich. Unverschämtheit ist das. Nein, beschweren tue ich mich gleich. Das ist eine Unverschämtheit, ist das. Eine Unverschämtheit. Unverschämtheit. Da beschwere ich mich gleich sowas von. Das ist ja unfair, ist das. Genau in dem Moment, wo die Laubklinge fertig ist. Unglaublich. Unglaublich, sage ich da nur. Unverschämtheit ist das. Sekunde, ich muss mich aber kurz abregen. Das ist ja unglaublich, ist das. Blattgeißel. Was mache ich hier? Feuerschlag. Ja, das ist unglaublich, ist das. Das ist gut, die Schilde und Vermunder. Unglaublich ist das. Unglaublich. Was diese Server da auf die Beine kriegen. Wenn ich jetzt wegen dem Kampf Minus mache, du, dann bin ich raus. Aber, was wollen wir jetzt mal? Den Kampf sieht ganz gut aus. Och nee. Warum muss das denn immer das Scheißding sein? Ich hasse den wie die Pest. Ich hasse den so sehr, diesen Vogel, der ist so nervig. Aber immerhin kriege ich hier noch einen Donnerschlag raus. Mit Glück sogar zwei Donnerschläge, ja. Das ist unglaublich. Habe ich auch noch nie erlebt, habe ich das. Wir machen hier schon mal ganz gut Schaden. Gehen jetzt. Ja, ich hätte einen Beutel reingehen müssen, glaube ich. Aero, ja, geht auf Schmarotzer. Er kriegt sogar noch eine Attacke durch. Das ist nicht gut. Das ist, aber er macht nochmal Schmarotzer. Hat er kein Aero, also da wird. Ist das denn komisch? Hauen wir mal die Laubklinge raus. Ach nee, ey, das ärgert mich immer, wenn sie das Server abschmieren. Okay, hier haben wir auch den ersten Schild von dem Gegner. Jetzt denke ich mal, kommt Aero Ass, aber ich schild jetzt hier auch nicht. Egal, was das ist. Nochmal ein Schmarotzer. Was macht der Gegner denn? Runde zu farmen, sehr schön. Und es kommt rein ein Pelipper. Wie schön. Aber andererseits, jetzt kriegen wir hier höchstwahrscheinlich sein Schild. Ja, den habe ich auch gewonnen. Aber. Nein, kriegen wir nicht. Na gut, dann kann ich hier jetzt einfach ein Schild und runterfahren. Nee, du, das ärgert mich immer sowas mit dem. Mit diesen Lags in der Liga. Der Jena, der hat sich wahrscheinlich den Arsch abgefreut gerade. Boah, voll geil, ey, der hat Lags. Den hab ich doch noch gewonnen. Wobei, vielleicht hat der auch verloren. Vielleicht hatten beide Lags. Aber das ist echt. Ich hasse solche Spiele. Naja, gut, aber den gewinnen wir jetzt hier. Das ist gut. Haben wir wenigstens schon mal einen Sieg von zwei Kämpfen. Hoffen wir mal, dass wir auch noch jetzt eins oder zwei Siege raus sollen. Ich habe eben schon ein Setup gekämpft und Minuspunkte gemacht. Ey, das geht nicht runter. Ach, es geht nicht hoch, es geht runter. Das hasse ich echt. Ich will doch 24 erreichen. Wir haben einen. Boah, Kacke. Das Ding ist halt, ich muss in mein eigenes Beutel gehen, weil ich nichts Besseres habe. Quaxo, ja, naja, komm, da gehe ich raus. Da kann ich ja jetzt nichts machen. So, selbst wenn ich den Quaxo tot kriege, habe ich nichts mehr, womit ich gegen den Boltos anstinken kann. Oh, ich könnte ausrasten, echt. Das ist so unglaublich. Bitte. Ja, besser als mit Zoro-Keks in der Führung, aber da gehe ich, denke ich. Ja, ich mache eins. Ich hau noch einen Flammenwurf, einen Feuerschlag raus. Und gehe dann auch in meinen Boltrus. Damit ich schon mal so ein bisschen Schaden gemacht habe. Oder seinen ersten Schild kriege. Nein, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Aber jetzt hat sein Boltrus schon mal weniger Schaden. Und wenn er die Führung gewinnen will von dem.
Aber jetzt müssen wir aufpassen, der Gegner wird, sobald seine Wechsel rum ist, wechseln. Aus diesem Grund. Sein Wechsel kann noch nicht rum sein. Ich gehe auf Flammenwurf, genau. Aber jetzt müsste seine Wechseluhr gleich rum sein. Das ist nicht gut. Weil dann hat seine Wechseluhr noch ein bisschen Zeit und kann schon mal richtig mit seinem Meditas farmen. Bevor ich dann in Tropius gehen kann. Aber jetzt ungefähr müsste seine Wechseluhr rum sein. Aber das Schöne ist, durch die Ladeattacke, jetzt müsste seine Wechseluhr gleich. Jetzt müsste seine Wechseluhr, genau. Da machen wir so. Hoffen wir mal nach der Ladeattacke meine Wechseluhr auch. Ready ist. Ja. Das ist ja schön. Da sind wir rüber. Ich vermute jetzt mal Eishieb, deswegen schilde ich. Vielleicht schilde ich doppelt und farm runter. Na. Ein überlebe ich. Ich schilde nicht. Ein überlebe ich. Auch wenn das noch ein Eishieb ist. Genau, ein überlebe ich. Attacke. Das Problem ist jetzt, mein Boltorus hat schon Schaden gekriegt. Jetzt kommt der Boltorus wahrscheinlich wieder rein. Genau, aber jetzt kriege ich hier noch eine Laubklinge raus. Aber das Problem ist jetzt, ja, den werde ich wahrscheinlich. Je nachdem, was sein letztes Pokémon ist. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das habe ich mir gedacht. Jetzt holt er sich schön Energie. Ach Mann, ey. Ich kann jetzt hier nicht schilden. Ach Mann. Oh, wir gewinnen. Ich gewinne den Gleichstand, wenn es ein Gleichstand war. Ich denke mal, dass es ein Gleichstand war. Das ist gut. Oh mein, meistens rede ich nicht so viel, wenn ich kämpfe. Deswegen. Ja, aber das macht halt leider auch nicht so viel Schaden. Freilich. Ich muss hier schilden. Egal, ob danach jetzt noch eine Aqua-Oblitz. Ja, den Kampf habe ich verloren. Den Kampf habe ich sowas von verloren. Ja, den habe ich verloren, den Kampf. Oh, ich rege mich so über so viel auf. Hier kommt jetzt nochmal Aqua-Hauptblitze, das dürfte mich fast. Gut, aber selbst das. Wenn ich. Oh, echt, es ist unglaublich, ist das mit diesem Server. Ja, Minus. Hoffen wir wenigstens, dass es ein 2-3 wird. Und wir haben ein Flunschneck in der Führung. Das ist gar nicht mal so gut. Im Gegenteil. Es ist die Frage, Steinhagel oder Erdbeben? Erdbeben. Ich muss schilden. Er muss nicht schilden. Ach Mann. Er schildet nicht. Ich muss schilden. Kriege ich aber eine Konfusion durch. Aber es ist immerhin wirklich Erdbeben. Nächster Feuerschlag. Ich denke mal, das wird jetzt sein erster Schild sein, den er mir hier gibt. Genau. Ich habe aber nichts wirklich Gutes gegen den. Aber Antropius, das gefällt mir sehr gut. Mit Laubklinge allerdings. Ich setze aber ein. Weiß nicht, ob das jetzt dumm oder klug war. Cool wäre es, wenn wir jetzt ein Schild kriegen. Das wäre richtig cool. Natürlich nicht, schade. Jetzt kommt wahrscheinlich der Stein wieder rein, hier der Flunschnick. Er lässt nur die Wechseluhr runterlaufen. Nein, ein Machomal. Ja. Gehe ich auch in Tropius?
Steinnagel oder Kreuzsieb? Ich wette, ich schild jetzt mit dem Kreuzsieb. Gut. Ja, das wird knapp. Den könnte ich verlieren, den könnte ich aber auch gewinnen. Vielleicht kriegen, nein, wir kriegen ihn nicht runtergefarmt. Ich schilde nicht. Ich schilde nicht. Das ist sehr, sehr gut. Ach, das ist fein. Das ist liked nochmal schön. Dankeschön, Niantic übrigens. Na gut. Das wäre ein positives Setup gewesen, wenn da nicht dieser Lag gewesen wäre, über den ich mich mal wieder sehr bei Niantic bedanken werde, weil ich gerne Minuspunkte mache, weil ich überhaupt nicht Legend erreichen will. Das ist ganz schön. Also, das ist unglaublich. Dann wollen wir uns doch mal zusammen hier einmal Hilfe erhalten. Habe es satt, diese ständigen Lags in der PvP Liga sind absolut nervig. Ich will Legend erreichen und nicht die 1500 Punkte. Habe wegen euren verdammten Servern mal wieder ordentlich Minus gemacht. Das nervt. So, dann habe ich meinen Frust jetzt hoffentlich auch wieder ein bisschen rausgelassen. Ich hoffe, es war trotz alledem ein wenig unterhaltsam für euch. Ich würde sagen, das war's dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.